Hallo Frau Knell. Hallo. Welcher Partei gehören Sie an und seit wann? Ich bin Mitglied der FDP seit dem Jahr 2000. Und wie alt sind Sie jetzt? 36. Bitte ergänzen. Wenn Sie keine Politikerin wären, wären Sie jetzt? Pressesprecherin. Haben Sie politische Vorbilder? Hans-Dietrich Genscher. Eine gute Fee kommt vorbei und gewährt Ihnen einen Wunsch. Welches politische Ziel wollen Sie damit erreichen? Den Ausgleich zwischen Stadt und Land, damit wir da gleiche Bedingungen haben. Momentan wird viel über politischen Extremismus diskutiert. Wie kann man sich dagegen schützen und was kann man aktiv dagegen tun? Wir müssen als demokratische Parteien Lösungen anbieten, damit die Menschen nicht dazu gezwungen sind, AfD zu wählen oder eben linksextrem zu wählen. Auch schon seit langem ist die Debatte über das Wahlalter 16. Wie stehen Sie dazu? Finde ich gut, aber erstmal im kommunalen Bereich. Wie kann man den ÖPNV verbessern oder ausbauen? Ist für Sie beispielsweise der kostenlose ÖPNV eine Variante? Also im ländlichen Raum müsste man überhaupt erstmal einen ÖPNV haben. Wenn der dann irgendwann kostenlos ist, ist okay, aber auch kostenlos muss ja irgendwie bezahlt werden. Das macht dann halt nur jemand anders. Also erstmal überhaupt ausbauen und dann kann man später drüber reden. Weiteres Thema Ausbau. Schulen und Universitäten. Was kann hier verbessert werden? Ja, also wir brauchen technische Weiterentwicklung, mehr WLAN in den Schulen, bessere Ausstattung und aber auch eine Sanierung der Gebäude. Also es gibt viele Toiletten in Schulen, da möchte man niemanden mehr drauf schicken. Wir hatten es vorhin vom Wahlalter 16. Ein weiteres Thema ist natürlich der Führerschein ab 16. Wie stehen Sie dazu? Das wäre auch ein Projekt, was man gerade im ländlichen Raum, wo die jungen Menschen auf Mobilität auch angewiesen sind, durchaus mal auszuprobieren wäre, ja. Sind Sie für oder gegen höhere Steuern für Spitzenverdiener? Ich bin eigentlich für gemäßigte Steuern für alle. Ich glaube, davon haben auch alle am meisten. Was haben Sie heute noch vor? Ja, wieder ins Plenum zu gehen, bis heute Abend spät wahrscheinlich. Und habe noch eine Besuchergruppe und ja. Noch einen letzten Satz, den Sie uns mitgeben wollen heute? Ja, an alle jungen Menschen, engagiert euch, macht Politik, bringt euch ein, weil wenn man nur meckert und nicht mitmacht, dann ist das, glaube ich, der falsche Weg. Vielen Dank, Frau Knell. Gerne.